Meine Nummer Schuss Leyder von Gilsdorf, geboren am 23. Oktober 1924. Ich erzähle schon eine Menge Geschichte, eine große Mutter vom Zweiten Weltkrieg. Seit ich am Arbeitsdienst war, vier Duschen. Da haben wir zugemacht von den Preisen. Mit zwei Mal der Wirtschaft. Und da hat mein Papa in der Kreisleitung gerufen, auf die Stadt, weil ich nicht gemessen war, auf die ganze Kanton. Und dann hat es mir ein Dossier in der Leine. Dann hat es auch gegangen, ja, wenn er Teil Hitler gesagt hat, dann hat er ihm rausgeschickt, er soll ihm rauskommen, er soll einen deutschen Gruß machen. Ja, du hast ihn halt rausgegangen, du hast gegangen, du hast die anderen Blut gehört, ja. Und du hast gefragt, wie deutschfeindlich dann heuer und das hätten da gesagt, da hätten das gemacht. Und die Römer, wenn man dieselbe Stile hinkommen, was Luxemburger sind, die hier und das und das. Wir haben vielleicht nur, wie viele Kinder haben sie? Ja, vier. Und wir haben, und die Nils noch durchziehen, ja, was schafft ihr dann? Mit unserem Arbeitsdienst. Was? So, den haben sie einen Sohn mit der Wehrmacht? Nein, am Arbeitsdienst. Und klappt hier sein Dossier ins Haus. Da steht, da geht eine Klappe, mein Papa und Schöller, der sagte, jetzt gehen Sie nach Hause, Sie können sofort Ihre beiden Geschäfte öffnen. Aber das alles haben Sie mir geschrieben, die von Gilsdorf. Aber dass Sie trotzdem einen Wohn bei der Wehrmacht haben, haben Sie mir nicht geschrieben. So, ja, das ist gut, ich mache das. Und die Herren, die mir Ziegeln und Tiere gemacht haben, die können sich selber hochmachen. So. Und das wird Gestapo. Und in dieser Nacht, ja, die ein bisschen Rosen erzählen müssen, sie haben sie zugepöscht, dass sie ein bisschen kommen, für die Mutter ihren Mund zu machen. Aber dann Arbeitsdienst bin ich gegangen, der 15. Februar 1943. Da sind wir auf Plischnitz gekommen, aus Schlesien, da das Hauptpolen. Und da waren wir zu einer guten Party Luxemburger. Und das war Spielerei, da den Arbeitsdienst. Da sind wir immer auf der Beste gefahren, Schaffen gefahren, mit den Willungen. Und da war auch einer dabei, von Möschel, ein gewisser Lukas, der konnte aber am Willow fahren. Da sagte der Vormann zu mir, Arbeitsmann, leider heute Abend kann der Lukas Rad fahren. Ja. Du musst ein bisschen da bleiben und du musst ihm auf den Exerzierplatz und den hegelehen Draht fahren. Und ich bin aber ein bisschen so schief gestoßen, dass so trillen. Dann wollte ich halt immer gehen. Und dann wünsche ich mir eigentlich, wenn ich direkt mal ein bisschen mehr sehe, und dann bin ich genug gehauen, dann hast du mal nicht vom Platz gekommen. Ja. Ob es konnte ich eben fahren. Und dann sind wir dann rausgefahren, dann haben wir gedacht, da habe ich geschaffen, ob du das stoßen, aber gut, so habe ich dich gemacht. Alke 202. Und du kommst. Hey, noch, so komm, fährst du bei mir an der Reihe, weil so ist es geschrieben, den Trastrauben, den Preise nicht. Da hat die Bämmerleier dran, den haben mich allein nicht am Gruf. Für das war es just, dass ich keinen gehabt hätte. Und da sind wir zu 202 gefahren. Und ich war natürlich auch schon immer mehr noch jetzt gerade wieder, den Bämmerleier am Gruf. Da gucke ich dem los. Da hat er mich schon gut vernommen. Aber und dann oben auf der Barack, wir waren zu, das war laut der Nürnberger sechs Lützebäuer. Und die Bette waren übernehmen, die eine Seite Luchemir und die andere Seite die Nürnberger. Und dann haben wir oben das Post kommen, noch ein bisschen. Post geht dann den Heim, der Lukas Hekut immer, ein Park, ein dicker Park, ein großes Kartungskissen. Ja, es war noch ein bisschen an die Luft, oder die Luft neben dem Bett. Aber wir sind das letzte Mal, wir sind rund um den Tisch in den Einhaus geparkt. Und wir haben gesagt, aha, machen wir den guten Tag, hat geschickt. Die war da, denke ich, viel gedrischen, viel stark von dem Schwein. Also hat sich mal durch, Junge, so, und dann machen wir sie mal. Und in den Nürnberger, ich komme nicht mehr auf seine. Da ist der Lur auf dem Bett, wo mit dem Felsen liegt, da auf dem Bett, da glänzt, da guckt er oben auf den Tisch. Ja, und das Schildfrage mir gut ein paar so aufgeschnitten von den letzten zwei Wörtern reinstecken. Ja, und dann, wenn man den Kunst nicht halten, Heini, ja, was ist das? Ist das der Luxemburger Schinken?
Ja, das ist der, aber du frisch gesteckt davon. Du bist immer ruhig. Ja. Ja, am Arbeitsdienst hat man Spielerei, da hat man nur marschiert und dann stehen bleiben für stehen bleiben. Und dann nur der Sport, da hat sich ein Sport frei. Der Spaten geht, was ein bisschen mal Sporten auf, Spaten ab. Das ist genau das, wie wenn es dein Flint hast. Du hast sie los, angefangen gehen. Für das, dass die Störung gewinnt, hast du ein bisschen für den Drill mal zu machen. Und dann noch aus der Spur, immer da, das war wirklich das Schönste, was immer da dabei war. Beim Spur, dann der Spaten über, dann hast du die Spur gemacht, wie wenn es nicht geflammt hast. Und der Spaten ab, und die ganzen Exerzierplatz, das war lauter ein paar Weh. Und am Anfang, wenn du dann Spaten ab, dann ist das der Gang. Und zum Schluss, zumal war der Spaten ab, dass der Neger gesagt hat, rang, und ich denke hier, he? Du warst auch noch neben. Wir haben aufgehört, den Mann hochgekommen. Das wäre am Arbeitsdienst. Warum ich mal am Arbeitsdienst war, du warst auch der Lukas, wo ich gelehrt habe, hatte mir Tischdienst. Und dann immer zwei Jahre, die müssen dann durchstecken und auch Wäsche holen an der Spule geschehen. Und da hatten wir auch Tischdienst die Woche. Und Lukas war krank, nein. Es wird dann Spule, du machst das alles proper, als du gespulst. Ich bin nur von der Stube aufgeholt. Er könnte nicht mehr gucken. 10 Uhr, er könnte holen, ob es auch da sind. Er könnte nicht mehr gucken. Aber nicht immer müssen die Spinnen durch mir. Sie machen halt mal auf. Ja, ich war an der Spule, schon eine gute Zeit. Ne? So, am Abend, als wir rumgekommen sind, so, was hast du die Spule gemacht? Alles gespult, also so Aluminiums, Schosseln, alles Aluminium. Ja, das ist alles Pumpe, so, so macht das zu. Das ist nur innen, hin und rüben. Und dann, dann kommen wir noch an, da den Stube aufgeholt, der gemeldet, 10 Mann der Bande, plus der Vormann der Hübner, alles wird da. Und dann ist es nicht mehr umgegangen. Und du gehst in den Tag, du gehst die Kuppe, du musst die Spinde ab. Nur zwei Schüsse, die waren nicht ganz proper. Du hast dem allein, du hast gerabbelt mit dem Aluminium. Alles raus, Schüssel mit dem Teller und alles wird gerabbelt. Tischdienst raus! So, ne. Ja, nicht, war direkt raus. Ei, was der andere? Ei, der Lukas, hat das gemacht für den Fernsehen, Schlot, ein sauber Backisch. Und du gehst den auch raus. Sie gucken auf Dauer, in fünf Minuten sind sie feldmarschmäßig draußen. So. Und wenn er es rausgegangen, ja, wenn es da rauskommt, was an einem Meck von der Boot, da weiß ich wie nicht, bei der Dier, da ein Spurt, der Spurt, gar nicht, ich finde das Spurt. Ne? Ja, dann ist er hier Bock so, hat schon gestreckt, die Palte und Kabob, der Spurt geholt, raus, und dann spielt er in der Dier. Ne? Na, los, Arbeitsmann Lukas hat gebürt. Ja, so, komm, wie du da bist, dann komm ich raus, da die Kalzungen, an den Boxen, komm ich gut um mich, komm hier raus, da hab ich schon mich krank gelacht. Hat dich geschwungen an den Boxen, an der Spur um mich. Ja, und nun konnte ich gehen und du wolltest dann hin, aber sonst schon noch unter dem Dampf gelassen, hinlegen, auch mal schwach hinlegen. Dann bist du dem genießt, du kommst noch ankommen. Ich sagte, du warst sehr, ich konnte nicht mehr raus. Dann ist mal rausgeflogen, du hast den ganzen Tag gut Zeit, deine Dinge proper zu halten. Wo die drei mit waren, hörte ich rum, wie wir fertig waren, die drei mit drauf hatten, den 15. Februar bis 15. Mai, da sind wir heimgekommen. Ich konnte mir heimkommen. Und die Engel hatten ihr Stellungsbefehl, weil da live hat Wehrmacht, das hat noch nicht so leid. Das ist schon Richtung 20. Juni, wenn ich an Wehrmacht gezogen bin. Auf Träger und die alte Hornkaserne, da war der Rendezvous. Und da sind wir dann aufgesortiert, gehen sie ins Umgriff, gehen wir mit den ihm. Die Engel haben die anderen da hin, weil der Lukas war dann bei mir. Und dann sollte mir zu den Soldaten, die Mutter ist gefragt, wo kommen wir da noch hin?
sollten sie, die kommen dann in die Schägegend, die kommen dann in Tirol. Wenn sie morgens aufstehen, sehen sie das Edelweiß schon blühen. Oh, mein Gott, das erinnert den Dschungel, hat ein bisschen Geschmack gemacht. Aber wenn wir dann zur Bad Halba in Innsbruck sind, wir, da sind wir rausgekommen. Da sind wir dann an die Kaserne gekommen. Der Lukas hier war auch bei mir gekommen, ich war am zweiten Zug, der ersten, zweiten und dritten. Den dritten Zug war den mit dem Pferd. Da war der Lukas, ich war dabei, weil ich Bauer, wenn Bauer war und sie war vom Bauer hier. Ich war ein Sau, weil die länger am Stall war, oben ist der Stall war, hat dann auf dem Pferd mit dem Gräf ein Grandage gepickt, die Maulesen, die da waren, und die Reitpferd von den Offizier. Und dann sind die haben ausgefragt. Ne? Ich habe nur einen Kerl in den Stallwach gekriegt, nur jetzt tot zu sehen. Also, mal lang die Geschosse, dann musst du direkt mit der Schiff da sein. Und wenn ich gucke, komm, was dann, dann war ich wie jung, dann wäre nicht dort schlafen. Sie haben zwar nicht viel gemacht, aber sie konnten nicht viel. Sie konnten dann so zwei so griffvolle Höfe, da war alles Mäus und Obes. Ja, weil dann den Harry und du. Das ist noch ein Kerl, ich weiß nicht, was hat denn du? Ein hat etwas in so, die Kinder mal schaffen können, hat etwas im Haus. Wenn man raus hat, man Infanterie Gefechtsdienst hat, hat er so ein Spieß zu mir, so man weiß es, ich weiß nicht, du weißt nur, dann hat es noch ein schönes Schwarz. Und er hört hin mit der Buchse, und dann bist du genau so, und den anderen so. Und du hast den Höhen mit der Buchse, und dann hin, und so bin ich ein bisschen gehüpft. Wunderin so den Südfrieden zu konnten mal gucken, wie den Heng da gesprungen gekommen hast. Ne? Und da, ja, sind wir da ausgebildet, genug um Geschützen, immer bei den Maulesern. Und dann sind wir scheiße gegangen noch am Scheißstamm zu Solbertal bei Innsbruck. An der Ausbildung war da dann, da war der Mels und Spitz von Fehlern, und nicht, wir waren die Besten, wir hatten die meisten drin geschossen. Da konnte mir 4D Kurzurlaub. Da konnte man 4D heimfahren. Aber mir auch kein D-Zug dürfen zu holen. Kein Schnellzug. Ne? Wenn man eine Person, ja, 4D, da kannst du bis an den Start und gehen. Da klemmst du raus, da klemmst du an den anderen für heim. Für da oben zu kommen. Und du hast zu Piet gesagt, das ist ja ein Mann, da holen wir einfach einen D-Zug. Aber an die Ketten rum, das waren die, die hatten so Ketten und Bahnpolizei, Watchtung, die hatten die so umhängt. Und die Ketten rum, die in Stinnung bei der Gerd, da ging man auf die Toilette sitzen, bis da zu last sind. Und wir haben gegangen, wenn wir kommen, wir haben die Heilungsdienstel am Haus, und den Drucksack in die Bänke geschubst, und wir zwingen auf die Toilette. Und du hast sie hier geschlossen am Radler, wie sie ans gegangen sind. Aber wie ein bisschen römisch war, da sind wir rausgekommen, da waren sie ja durch. Und wir sitzen am schönen bei der Platz und wir werden ja auch zwingend daheim. Die Chance hat. Dann am September da bin ich geheißen, hey, mit dem Mann alles fertig machen, mit dem Mann geht es vor. Geht an Italien, zu der Mussolini geholt, wir gehen an Italien. Und bumm. Den anderen Tag muss sie mal angerufen gehen, kommt dann nicht über den Brenner vor, mit dem Kamion, das ist so viel gefährlich. Dort gehe ich mich vor mit dem Zug. Wir sind mal angelötet gefahren in Italien am Februar und du konntest schon schön an den Dier sitzen, die Jungs hier war auf. Da sitzen wir dann dort an. Da stimmt, zwei Hammer, denen, die da sitzen, werden wir fünf, sechs Mann die Platz hatten. Und da kommen wir über den großen Dall und da war ein Brick. Und drüber an den großen Zug ganz los gefahren über die Brick. Und da war so ein feierreckischer Pott, der Bettlersbruck, da war vier Posten, die da abstiegen. Und wenn wir da rausgefahren sind, die haben da dieses, da lief der Posten, weil umrück. Weil den hat den Partisan, haben die von oben von oben aufgeblasht. Lieber Junge, da war die wirklich zu und die alle wirklich zu bannen. Und über die andere Seite kommt von der Brücke, die lief auch da, die hatten sie auch gedickst. Die haben nein, die haben die Stadt aufgemacht. Scheiß mal, Mann, nee, der kann den eh nicht fortlaufen. Die Luft eh noch da. Ja, da sind wir gekommen auf Monte Bruno. Und da waren wir zu Monte Bruno. Da waren wir auch in der Kaserne. Die Italiener waren alle fortgelaufen.
soldaten die waren geen Hitler, die waren net maar Mussolini. Andere waren dus een deen, dan de Waffenlogen op gang, ze hadden op de gang geschossen en wat naar alles. Zo eruit. Maar we lezen dat ze om half rond erop gingen. Om overigens moet dan nog even gaan, overigens kon nog even komen. Niet nog een zwaar net met een zweet. Maar we moesten zo drie man, dit lijn, drie man, wat zijde geweer. Messen op de zijde hangen. Alleen, hadden overigens al een bestrooien. En dan werd maar met een Italiener door. Diskutiert, mir konnte schon Französisch oder Italienisch an der Ostenie oder in Ohr und so gesagt hat, das ist schon eins, Kinder. Da sitzen dann an den Mannen und das Spitze von einem Wäscher am Meck, da sitzen dann drei, vier der Herren mit den Sternen, der Offizier. Und die hat immer rübergelöst. Ich glaube, was hat so in dem Schwätzen mit den Italien und den Zivilisten da? Den anderen Tag auch nach der Zellwisch, da wir rausgegangen sind, und die sitzen noch alle da oben bei einem anderen Restaurant, sie und geh, sie hat ein Ticket, mir gut ist und nicht, mir gut ist alles, aber kein Fleisch. Wo kommt ein Salat, einfach ein Salat zu Geschirr. Aber es ist kein Fleisch, mir hat schon kein Karten, Lebensmittelkarten. Und dann hat er mich beim Appell im dritten Tag und geht heute. Abschätzt Ausgang für sämtliche Luxemburger. Ja, wir müssen nicht mehr 5D, wenn wir 4, 5D, wenn wir in der Bonne, um ob es keinen Ausgang gibt. Bei mir immer ist mit den anderen da abgehauen und sie und ich verstehen. Ja, das war dann der September, wenn wir da sind, dann Oktober. Und da haben sie dann noch, an der Bämmer gekommen, dann noch September, wie die Amerikaner hier waren. Die mit Amerikanern gelandet sind, du warst nach in den Karpaten mit der Wehrmacht. Und du hast geheißen, das Gebirgsdivision könnte nur Frankreich, die Amerikaner sind gelandet. Und das ist eine feine Sache, dann müsst du dich, was du in Frankreich kennst, dann musst du wieder geschwüpfen dürfen. Ja, das wäre aber nicht vor. Drei Dinge hin und her, du, vom Bierschrupp, der Bierschrupp, Bierschrupp, der Bierschrupp, und dann und nach dem Rüber. Toen werd dat er even dood gebeten, dat de gebiedsdivisie blijft heen. Ja, nu hoor, we werden vlecht de mogen toe. Meer lang net, toen was het opgang op Albergo, Missouri, naar Oeven en Tolomieten. Ook zo'n 7000 meter heen. Maar toen was toen een infanterie gevestings gemaakt in de... Maar die werd kneden op schnee. En dan was ik toen aan zee, toen werden... Drei, vier Rothellen da, aber drei, vier kleine Häuser, das sie nicht, die da gewohnt haben, die sind an den Hotel schaffen gegangen. Die haben da Kumpel geschält, da haben Botze gegangen. An einer Station von den Karabinieri, von den Gendarmen. Weder waren wir da an der großen See, der Lago Misurina. Da war schon noch Karten allein, die da verschiedene mal geschickt und die da wo Kanz waren, und die wussten, dass ich da war. Wir hatten zwei gesehen, wie tief gefroren waren wir, da die Karten, die Postkarten, alles die Summe durch die gemacht haben. Das ist eine große, große See. Das war wirklich schön da. Da waren wir zu Missourina bis den Anfang September, Dezember, da waren wir da auf Villach, an Österreich, auf Marschbatterie. Da haben sie schon genug Marschbatterie. Da waren wir zu Villach. Ja, so wurde die Vierer geputzt und sie hatten noch eine neue Reise. Dann ging ich direkt hin, für einen Urlaub zu fahren. Wir gehen einen Urlaub fahren, natürlich in Freien, wo dann Urlaub fahren. Dann haben sie all Tag drei, vier Lützebäuer gerufen, auf Schreibtisch, da konnten die einen Urlaubschein für drei Wochen eben zu fahren. Und wenn wir waren auch dabei, an der 16. Dezember. Ja, der 16. Dezember konnte ich meinen Urlaubschein bis den 15. oder 12. Januar, jetzt war Umgang Januar, drei Wochen Urlaub. Und sind wir auch heimgefahren und ich war gerade 8 Tage heim und konnte ich ein Telegramm. 3, 4 Christa konnte ich ein Telegramm sofort zur Batterie zurück.